Es heißt einfach Ziehharmonika und das ist wirklich, es harmonisiert sich alles irgendwie. Also du kannst die ärgsten Cluster angehen, aber das klingt alles irgendwie so in sich, hat das so eine Geschlossenheit und hat alles noch immer irgendwie seinen Frieden. Also so richtig, wirklich böse Ziehharmonika. Das kannst du dann nur spielen, wenn der Instrument furchtbar verstimmt ist und du auch nicht gut spielen kannst oder so. Ja? Also die richtig böse Ziehharmonika, die kommt dann irgendwie aus Richtungen, die ich selber nicht bringen kann, weil ich werde nicht auf einem verstimmten Akkordeon spiele ich nicht gern und schlecht spielen kann ich auch nicht absichtlich. Bei den ersten Reisen. Also, was ich wie nach Madagaskar gekommen bin und dann wirklich irgendwie in Madagaskar Musik gehört habe, so wie das da wirklich klingt und dann drauf gekommen bin, im Grunde checke ich es überhaupt nicht. Also, die eigentliche Polyrhythmik, wie die das verstehen und wie die das denken und machen, das checke ich ja überhaupt nicht. Ne? Also, genau das, wodurch sich die madagassische Musik von was es vom Festland unterscheidet oder irgendwie sowas, ja, genau diese Eigenart werde ich mein ganzes Leben lang nicht wirklich begreifen oder so, ja, also das kann ich nicht und da kann ich mich nur freuen darüber. Ein Ziehharmonikaspieler, der in Madagaskar aufwächst, kennt sehr wahrscheinlich so Atem Geschichten, ja, so ja, Dings, die haben so Dinger in der Folklore, die schon sehr alt sind, die natürlich grundsätzlich eine ganz andere Blasbalgtechnik, ja, das Atmen mit dem Instrument ist ein komplett anderes, weil das eine andere Basis hat. Und da komme ich nie, niemals. Dann geht die Post ab. Und dann ist es wirklich irgendwie, dann stirbst vor Energie. Dann ist es wirklich irgendwie ein Wahnsinn, weil beide das tun, was gut kennen. So, aber was da für Musik gehört worden ist, das war einfach die Suche nach dem wirklich reinen, schönen Klang. Ich sage jetzt nicht, dass Volksmusik jetzt. Ich glaube nicht mehr, dass das jetzt irgendwie so furchtbar behaftet ist mit was weiß ich was, sondern im Grunde ist es nur mehr, wie krampfhaft verkauft wer was. Das ist davon übrig geblieben. Aber und ich stehe auf wirklich leibende Volksmusik und all das.